gibt es auch schon Cashewnuss links, ja, die Bäume, Cashewnuss rechts auch. Cashewnuss, okay. Ja, rechts, ja. Neu, ja, war auch schon zusammengestürzt. Ah, okay. Die Schule, dann wieder neu aufgebaut, ne? Durch Erdbeben. Ja. Wir besuchen jetzt gleich ein traditionelles Dorf oben. Mhm. Ja. Das ist auch schon ein interessantes Dorf, was man hier auf Lombok noch sehen kann oder noch besuchen kann. Früher sah das Dorf bei mir zu Hause, auch in meinem Dorf, auch so aus. Ja. Aber jetzt sind die Häuser im Allgemeinen alles modern gebaut mit Steinen und so weiter. Ne. Eigentlich, dann sieht man ja so ein Dorf wie das Dorf, was wir, das wir jetzt sehen werden, nicht mehr. Ja. Also schon weniger. Ja. Da gibt es dann drei traditionelle oder vier traditionelle Dörfer auf Lombok, die man noch besichtigen kann. Ja. Ja. Dann das eine ist dann hier, ist auch schon interessant. Ja. Ja, wir sind schon direkt ja, am Fuß des Mount Rinjani jetzt. Ne. Auch Foto, solche Fahrt durch die kleine Straße, ja? Ja. Durch die Landstraße einfach, das sind Schleichwege oder so. Ja, überall die sind Cashewnuss. Hier sehe ich gerade. Wieder? Die Flüsse sind wirklich alle trocken. Das ja. Ja, das sind Wasser ist ja nur Wasser ist da nur zur Trockenzeit, zur Regenzeit. Ja. Wenn ich jetzt hier eine Bananenstaude sehe, ja. Kann ich ja die Bananen einfach pflücken oder ist das Diebstahl, weil es jemandem gehört? Das ist Diebstahl, das gehört schon ja. Jemandem. Okay. Ja. Das ist alles privat, ne? Also das Land. Ja, gut zu wissen, weil als Deutsche weiß ich das ja nicht. Wenn man ja. Gehe hier spazieren und ja. Sehe eine wunderschöne Mango. Hol ich die mir runter und denke dann, die ist, wächst einfach frei. Aber wenn wir so.
da gibt es dann aber schon Bäume wie Mangos direkt neben der Straße. Das kann man nehmen, ja. Aber jetzt die hier hinter der Mauer zum Beispiel, das gehört, ja, das ist ja. Das ist ja klar, das würde ich auch nicht nehmen. Ja. Also wenn die Mauer drum ist, nimmt kein Deutscher das. Genau. Aber die hier, wie hier zum Beispiel, das ist ein, das ist Jagdfrucht, ja. Mhm. Direkt an der Straße, das gehört schon dem Staat, ja. Das heißt, man darf die dann nehmen, ja. Okay. Das ist ein mobiles Geschäft, ja. Das ist, das gibt bei uns Baso, heißt das, ja. Mhm. Baso ist ja eine Art von Nudel, ja. Ah, okay. Nudel oder da gibt es dann Fleisch. Diese kleinen? Genau, die Fleisch, die Baso heißt es, ja. Okay. Ja, okay. Da haben die Soße dran, okay. In der Flaschen, Plastikflasche, ja. Das wird dann gern von den Kindern gekauft, ja. Ah, okay. Die Kinder essen die gerne, ja. Okay. Oder die Erwachsenen auch, ja, wie Haribo, okay. Sowas. Sind ja wild jetzt, es gehört keinem mehr. Also auch nicht gefährlich, oder? Ja, ab und zu sind die beißen auch, ja. Weil die dann nicht so gewohnt sind zu den Menschen, also mit den Menschen, ja. Aber die haben Angst ja vor Menschen oft, ne? Bei Bali sind ja mitten auf der Straße liegen. Ja, auch schon, die machen auch schon ab und zu so, ne? Ja. Wie gesagt, auch die waren auch schon zerstört. Ja. Das heißt, also, wenn ich als Balinese Rentner bin, also nicht mehr arbeiten kann, kriege ich auch nichts vom Staat? Nein, das kriegt man ja nicht, ja. Also keine Rente, ja. Familie unterstützen praktisch. Genau, ja. Kinder, die Kinder müssen die Familie unterstützen, ja. Und wie ist es bei, den Hindus ist ja so, hat Guto das erzählt, dass der jüngste Sohn zu Hause bleiben muss, um die Eltern zu pflegen und zu und den Tempel zu. Nein, nicht immer, ja. Also wer das machen kann, der bleibt bei den Eltern zu Hause. Ja. Also muss nicht der Jüngste sein. Ja. Ah, okay. Also einer bleibt bei den Eltern auch mal zu Hause bei den Eltern. Und das heißt, da kann man auch schon ein bisschen besprechen, also mit den Geschwistern. Ja. Ja. Also wer dann da bleibt bei dem, ja. Okay.
und ja, der das machen kann, also vielleicht, der arbeitet nur nicht weit weg von dem Zuhause, dann der kann sich dann um den Eltern kümmern. Ja. Aber wir werden auch schon von den anderen Kindern noch unterstützt. Ja. Das ist ja in Deutschland gar nicht. Eigenständiges Leben, so wie er es möchte. Es gibt sicherlich welche, die dann zusammen bleiben, gerade auch in der ländlichen Gegend. Die große, gerade Bauern, Bayern so sehr viel, ne, die große Gehöfte haben, also, meistens noch so ein Hotel oder Restaurant noch dran. Da ist ja meistens, dass dann die Nachkommen das dann übernehmen. Aber es kann ja auch sein, dass ein Kind gar kein Interesse hat an Gastronomie. Wird also in Deutschland auch nicht gezwungen, das dann zu übernehmen. So, ja, dann, genau. Weil die Kinder können sich dann eigentlich weiter selber entwickeln. Oh, ja. Yeah. Frei entscheiden. Ja. Und dadurch werden natürlich auch die Eltern im Alter nicht so unterstützt, wie es in den anderen Ländern ist. Ne? Ah, ja. Aber, wird schon, aber ich finde es richtig. Also, als Rentner kriegt man ja schon Geld, also von dem Staat, also fürs Leben. Ne? Also, ja, nicht vom Staat. Nee, nee. Also, ja, also was man früher... weniger, viel weniger, als man früher eingezahlt also, ne? hat. Viel weniger. Was man früher eingezahlt hat. Ja, ne? viel weniger, definitiv viel weniger. Und wurde gezwungen, das einzuzahlen. Ja. Also wenn ich das Geld genommen hätte und in eine private Versicherung gesteckt hätte, aha, würde ich viel besser leben. Oh ja. Alle sagen ja, in Deutschland kriegen ja die Rentner Rente, ja. Hast du vorher alles eingezahlt? Ja, richtig. Und sogar mehr. Ja, hier ist das Dorf. Mhm. Ja. Wir stellen unser Auto hier und wir machen so eine kleine Besichtigung erstmal und dann, bevor wir dann zum Wasserfall gehen. Ja.